So, hallo, wir machen weiter zu einer wahrscheinlich recht kurzen Aufnahmesession von The Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten und ich bin manchmal in Hektik, so wie heute, und weiß überhaupt nicht, was ich machen wollte. Also, ja, genau. Wir waren hier. Ich wollte, glaube ich, von dem Turm aus. Stimmt. Ich wollte die Hieroglyphe da drüben machen. Ah, ich weiß jetzt nicht. Das ist jetzt eigentlich. Na, das ist jetzt nicht so das, was ich für den Part unbedingt mir erkoren habe. Mir wäre es, glaube ich, lieber. Mir wäre es, glaube ich, lieber. Oh, die Vulkangegend werden wir auch dann wieder irgendwann. Nee, aber mir wäre es, glaube ich, lieber, wir begeben uns. Erstmal hierhin. Also, nein, hierhin. Nein, doch, genau, hierhin. Und ich möchte jetzt endlich mal meine Upgrades machen. Also, Herzen auffüllen. Vielleicht machen wir dreimal Herzen, einmal Ausdauer. Bisschen Ausdauer sollte ich auch ein bisschen mitnehmen. Die brauche ich schon auch. Die brauche ich schon auch. Zerfressene Karren. Wenn du defekte und verlassene Gefährte findest, lohnt es sich meist sie. Okay. Ich werde mir das merken. Ich habe übrigens immer noch nicht. Ich weiß, man konnte irgendwie Schild springen. Aber das sehe ich hier immer noch nicht, ne? Also, wie konnte man. Was habe ich denn gerade aus? Habe ich gerade ein Schild ausgerüstet? Ich habe ein normales Schild ausgerüstet, oder? Damit müsste ich doch Schild springen können. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Oder musste ich. Warte, muss ich dafür doppelspringen sozusagen? Nee, das war der. Ich weiß nicht mehr, wie man Schild springt. Das war die Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie man Schild springt. Nein. Also so zücke ich den Schild. Aber man konnte auch aus dem Stand irgendwie Schild springen, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Vielleicht kann ich es auch einfach noch nicht. Ich weiß es ja nicht. Ne, das ist die. Hey, ich check's nicht. Ach, egal. Okay, irgendjemand wird es mir irgendwann erklären. Es wäre halt eine gute Möglichkeit, sich schneller fortzubewegen, aber. Ja, wie gesagt, was soll's, ne? Was soll's. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier Hübsches? Wir haben, glaube ich, 12 Stück oder so. Also, wir müssten. Ja, 15 Stück, ja, moin. Wir können auf jeden Fall drei Sa vier Sachen. Nee, drei Sachen können wir machen. Also, machen wir zwei Herzcontainer und einmal Ausdauer. Und Nintendo lässt halt wieder nicht skippen. Es ist so. Ich will mir das nicht fünfmal angucken. Aber das sind so Sachen, das lernt Nintendo nie. Gerade Menschen, die in Hektik sind, die können sowas gar nicht gebrauchen. Na, also, das lernen die aber nicht. Dass es einfach nur eine Möglichkeit gibt, diese Cutscene zu skippen. Ich will nicht 5 Millionen Mal sehen. Ah, danke. Okay, ich sehe es nur einmal. Ich habe nichts gesagt. Wow, ich beschwere mich und in dem Moment macht es Nintendo es besser. Das ist auch. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht tatsächlich. Und jetzt kriege ich aber natürlich. Ja, jetzt kriege ich diese Animation. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Akzeptiert, akzeptiert. Einmal die Animation ist akzeptiert. Ich habe nichts gesagt. Das ist jetzt gerade echt unangenehm, ne? Ich beschwere mich und genau in dem Moment. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Okay. So. Konnte ich jetzt hier irgendwo eigentlich. Ich konnte hier kochen, ne? Aber so richtig was kaufen konnte ich hier nicht, ne? Ja, die ist auch staubtechnisch einfach noch unterwegs.
Nee, ich glaube, hier war sonst nichts weiter Spannendes. Nee, jetzt sind wir einmal rum, ist okay. Ah, ich glaube, kaufen war außen, ne? Ich guck mal kurz, was der Laden hier. Also, Laden in Anführungszeichen, das ist ja nur so ein Stand eher als ein Laden, ne? Aber ich guck mal gerade, wo ist denn der gewesen? Da drüben war der, glaube ich. Ich guck mal gerade, was der so hat. Falls der zufällig Hyrule-Reis hat oder sowas, wäre das ja. Nein, will ich nicht. Das ist Werf. Ey, ich weiß nicht mehr, wie man dieses Schild, ne? So. So ziehe ich das Schild, aber ich. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man mit dem Schild einen Sprung macht. Erwischt. Ne, die haben Apfel und Holzpfeil. Richtig toller Laden. Okay. Warte, wie viel Geld haben wir? 224. Ich könnte mir tatsächlich hier was kaufen. Guck mal, wir haben noch gar keine Kopfbedeckung. Ganz ehrlich. Rein da. Ist auch ein bisschen Verteidigung, ne? So kann nicht schaden. Falsche Taste. Zack. So. Okay. Ja, wir haben noch gar keine Kopfbedeckung gehabt. Insofern ist das voll in Ordnung. Da wir jetzt nicht in der Luft unterwegs sind, nehme ich wieder den hier, weil der ist auch stärker. Und Klettertempo ist hoch. Also das passt mir auch ganz gut. So. Ja. Ich glaube, das war's dann erstmal wieder. To be honest. In der Ecke. Ich würde gerne eigentlich auch jetzt mal mit der Ori-Geschichte anfangen. Die kann ich dann jetzt wahrscheinlich nicht so schnell beenden. Aber ich würde gerne jetzt mal damit anfangen, muss ich gestehen. Also ich port mich jetzt hier hin und wir gucken mal, was bei den Oris so abgeht. Was ist das für eine Anzeige? Ach, das bin ich wahrscheinlich, oder? Ja, das bin ich. Okay, alles klar. Gut. Es gäbe halt, es gibt, also, es gibt. Das ist das Problem. Es gibt immer so viel, was man tun kann. Ich könnte auch mich weiter hier unten umgucken. Nee, wir machen jetzt erstmal. Ich will jetzt einmal einen Weg zu Ende wissen und ich will vor allem verstehen, was es da dann gibt. Denn bei Breath of the Wild gab es ja nach jedem Titan so neue Fähigkeiten, die halt auch viel gebracht haben. Und das will ich hier halt auch wissen, ob es hier auch wieder sowas gibt wie irgendwelche Fähigkeiten. Na? Kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Ist ja alles denkbar. So, here we go again. Okay. Ach, ich will noch eine andere Sache ausprobieren. Stopp. Weil sich da drüber lustig gemacht wurde, das war hier, zu Recht, dass ich bei dem Brunnen aufgegeben habe, als ich gesehen habe, dass der vereist ist. Ich weiß ja mittlerweile, dass man auf Eis springen kann. Wenn ich in den Brunnen natürlich einfach einbrechen kann, dann wäre das eine ganz nette Geschichte. Oh, warte, und jetzt, wo ich mehr Ausdauer habe, vielleicht geht es mit dem Pferd da hinten. Vielleicht kann ich das Pferd jetzt zähmen von Zelda, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche dann noch viel mehr Ausdauer. Fürchte ich. Aber wir werden sehen. So, hier war irgendwo so ein vereister Brunnen, ne? Und da habt ihr geschrieben, so, ja, er gibt gleich auf. So gefühlt. Ne, war der hier? Da, genau hier. Und vielleicht kann ich den ja auch einfach. Ja, das ist das ganz normale Eis, was ich runterspringen kann. Ja, okay. Oh. Oder auch nicht. Okay, aber dann kann ich wahrscheinlich so eine Feuerfrucht da reinjagen. Von denen ich jetzt noch sieben habe. Ah, schwierig. Oh nee, das ist jetzt. Ach, das war jetzt schlecht. Okay, das ist richtig hartes, schweres Eis. Aber jetzt will ich da rein.
Jetzt will ich da rein. Jetzt bin ich angefixt. So, dann machen wir einen Holzstapel. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und dann nochmal eine Feuerfrucht. Wir brauchen neue Feuerfrüchte. Ja, moin. Hier gibt's Feen. Oh, stark. Wir haben, glaube ich, aktuell keine, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz dumm anstelle, müsste ich die auch mitnehmen können. Yes. Fotografiert haben wir, glaube ich, schon mal Feen. Oh, aber Gesteinsbrocken haben wir noch nicht fotografiert. Ja, let's go. Oh, das ist sogar ein Seltener, deswegen. Nein. Nein. Nicht aufstehen. Du setzt dich wieder hin. Danke. Ach, so konnte ich zoomen. Ja, doch, haben wir gemacht. Und das haben wir auch. Okay. Das Viech in der, den Fisch haben wir auch. Gott, wunderbar. Dann haben wir hier alles. Haben wir hier alles, ne? Okay, wunderbar. So, dann versuchen wir uns jetzt die restlichen Feen erstmal zu snacken. Ich finde es blöd, dass sie da so oben rumfliegen. Yes! Sehr gut. Es ist allerdings natürlich blöd, ich so oft wie ich sterbe, verbrauche ich jetzt halt auch erstmal die ganzen Feen. Es wäre cool, wenn man auswählen könnte, willst du eine Fee einsetzen oder nicht. Das wäre cool. Sodass man sagen kann, nee, ich möchte jetzt lieber Game Over gehen und dann ist auch in Ordnung. Na? Komm her. Komm her. Ach, komm schon. Oh, da oben ist was. Was ist denn da an der Decke? Wait, da ist was an der Decke. Klammerechse. Ach so, das ist so ein Viech zum Einsammeln. Ja. Haben wir nur noch nie fotografiert. Alles gut. Fee. Komm ein bisschen runter. Da habe ich irgendeinen Boomerang, den ich auf dich schmeißen kann? Nee. Schade. Ja. Nein. Okay, das wird wohl nix. Ja, komm, ist egal. Dann hauen wir mal ein paar Sachen hier, weil hier gibt's ja offenbar krassen Stuff. Nein, nicht so. Ach, Blödsinn. Nein, ich will gar nicht den hier. Das wollte ich. Da ist mein Felsbrockhammer. Okay, das war jetzt nicht so krasser Stuff. Ja, das haut's ab, ist in Ordnung. Oh, da gibt's Dinger zum Fotografieren. Nee, ich habe gelogen. Aber da gibt es Sachen, die ich noch nicht eingesammelt habe, scheinbar. Ah, Saphir habe ich doch auch schon mal eingesammelt. Aber egal. Und wir haben jetzt ja gelernt, mit den Dingern können wir so selber so Stäbe erstellen. Wo ist jetzt das Ding hin? Jetzt ist es auch weg. Ja, egal. Nein, mein Felsbrockenhammer zerbricht gleich. Kann er es nur wagen. Okay, dann haben wir alles. Und da ist noch ein Stein, den kann ich hochheben. Da ist bestimmt ein Krokki drunter. Oder auch nicht. Okay. Jetzt wird mich interessieren, da der ja gleich zerbricht, bezieht sich das auf die Waffe selbst? Oder wenn ich jetzt die Synthese beende... Okay, doch, das ganze Ding zerbricht gleich. Okay. Das war jetzt so ein Sonanium-Schwert, was ich eh falsch genutzt habe, von daher. Egal. Gut. Dann habe ich jetzt allerdings gerade nichts. Das ist jetzt natürlich blöd. Egal. Ciao. So. Dann habe ich jetzt gerade nichts, womit ich, was ich mit dem Stein kombinieren kann, ne? Ja, das ist jetzt doof.
Kurzschwert mit Hartholzprügel. Die Frage ist, wir könnten auch irgendeins lösen, was albern ist, was so kompletter Schwachsinn ist. Aber ich sehe hier nichts, was Schwachsinn ist. Nee, das ist alles okay. Ach gut, aber wir könnten natürlich unser Schild synthetisieren. Warte. Na, ist immerhin ein Dings mehr. Okay, ich denke, ich kann hier nicht anders raus, also. Also ab nach oben. Gut, dann haben wir den Brunnen uns auch mal angeguckt. Ist zwar schon wieder nicht das, was ich machen wollte, aber hey. Ihr wisst ja, wie es ist. So, lasst uns noch ein bisschen looten. Es ist halt leider. Es ist halt alles super wichtig. Also du kannst nie genug von dem ganzen Kram haben. Aber vor allem bräuchten wir Feuerfrüchte. Eine Waffe müsste ich ja auch wieder mitnehmen können. Hier liegen doch bestimmt irgendwelche. Nein, ich will nicht mit dir quatschen. Eine Waffe müsste sie doch bestimmt auch wieder geben. Meistens gibt es auch an Stellen irgendwelche Äxte oder so Zeug, die rumfliegen. Was hast du? Hast du nicht Feuerfrüchte auch? Hat der nicht Feuer. Nein, der hat eine Eisfrucht. Ah, der hat Eisfrüchte, das nützt mir gar nichts. Brauch Feuerfrüchte, du Pflaume. Genau hier, das meinte ich. Haben wir noch eine Axt. Okay, so. Dann würde ich jetzt Folgendes machen. Ich begebe mich einmal ganz schnell zu dem Pferd nach hinten wieder. Wir wissen ja mittlerweile. Wo das ist. Komme ich da irgendwie schneller jetzt hin eigentlich? Oh, ein Krog. Ja, wo willst du denn hin? Ja, wo willst du denn hin? Ich merke schon, ich mache schon wieder nicht das, was ich machen wollte. Wobei ich einiges in dem Part gemacht habe, was ich machen wollte. Ja, wo denn? Hä? Ich habe überhaupt nichts gesehen, aber da lang scheinbar. Ja, dann komm halt mal mit. Ich kann halt nicht rennen, wenn ich in dem Modus bin, ne? Das ist ein bisschen dumm. Ist jetzt dein Ernst, dass die scheiß Viecher da kommen? Okay, nee, die kann man abschütteln. Gut. Und da drüben ist er. Ja, wow. Ah, es sind schon krasse Missionen so. Das ist richtig anspruchsvoll auch. Das ist ein Stein. Kann ich hier drüber laufen oder falle ich da runter? Ne, ich kann da drüber laufen. Sehr gut. Wow. Das war eine richtig krasse Mission mal wieder. Alles klar, immerhin gibt es zwei Krogsamen, das ist ja schon mal was. So. Den hat es mir gerade angezeigt. Ach so, als Dings, als hier, weißt du schon. So, okay, wo war denn jetzt das Pferd? Ja, das war da drüben irgendwo, ne? Ah, warte, da könnte ich sogar mit dem. Moment. Das war irgendwo. Ja, hier ist die Figur. Irgendwo da davor war das, in die Richtung weiter. Ja, komm. Wir begeben uns mal schnell wieder dorthin. Vielleicht haben wir. Warte, laufe ich richtig?
Ja, nee, tu ich nicht. Ach, komm. Geht mir nicht auf den Keks hier. Einen Scheißtrick laufe ich richtig. Nicht mal ansatzweise bin ich richtig. Ich bin praktisch zurückgelaufen, oder? Ich glaube, so kann man das nennen, ja. Aber ich schätze mal, die Ausdauer wird immer noch nicht reichen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass einmal Ausdauer aufbauen ausreicht für das Pferd. Was ist das? Ach, das ist die Fee, die noch nicht geht. Weil da diese Musikviecher kommen müssen. Dann brauche ich da auch nicht hinlaufen. Eisfrucht. Ja, wahrscheinlich die Feuerfrucht gibt es wahrscheinlich dann im Feuergebiet. Was logisch wäre. Ich weiß immer noch nicht, mit welcher Taste ich mein Schild zu... also Dings konnte. Schild schlittern konnte. Geht es vielleicht nur, wenn... warte mal. Geht es vielleicht nur, wenn man eine Waffe ausgerüstet hat? Und ein Schild, was funktioniert vor allem? Zum Schlittern? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich weiß... Keine Ahnung mehr, wie die Tastenkombination dafür war. Es tut mir echt leid. Aber ich könnte mich jetzt so schön schneller bewegen, wenn ich das noch wüsste, wie das geht. Okay, jetzt helfen wir erstmal der Person hier. Weil da kriegen wir auch schön Sachen von. Nice. So. Yes! Ja, das ist schon, also so gekochtes Essen ist schon super. Ja, kenne ich, haben wir schon geklärt. Haben wir schon geklärt. Ja, wow, sie findet sie nicht. Sie findet sie nicht, das ist auch komplett lost einfach. Als ob die jetzt so schwer zu finden wäre. Okay. Aber dieses Schildschlittern, das wird mir auch, also es wurde mir jetzt auch nie erklärt. So viele Sachen wurden mir ja erklärt, wie sie gehen. Hoppala, sorry. Aber Schildschlittern? Ich habe jetzt aber auch alle Tasten gedrückt, also ich glaube einfach nicht, ich kann es noch nicht. Ich glaube, das muss mir das Spiel erst erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe alles gedrückt. Will ich mich mit euch jetzt annähern? Komm. Oh, aber da brauche ich... Ich weiß nicht, ob eine... ich weiß nicht, ob das... Oh, scheiße. Ich glaube, von denen geht gar nichts. Ich glaube... Boah, ich weiß nicht, ob da irgendeine Waffe von dem funktioniert jetzt. Das ist jetzt blöd. Wir können höchstens die mal probieren. Sehr gut. Ich speichere mal gerade, bevor mich... Ach so, ich meine, ich habe jetzt eh die Feen. So schnell gehe ich nicht kaputt. Aber trotzdem sicher ist sicher. Nein. Der funktioniert leider gar nicht. Ach, ist das dumm. Gib mal eine Steinaxt vielleicht, weil da ist ja Stein dran. Nee, auch nicht. Ach, ist das dumm. Also ich brauche eine Waffe, die ich mit dem Stein kombinieren kann, dann kann ich die kaputt machen. Na gut, dann lassen wir die halt in Ruhe. Huck.
Irgendwie konnte man Schild schlittern. Ich weiß nicht mehr wie. Ach mein Gott. Es ist wie es ist. Oh, den. Okay, wir machen gerade wieder den Typen. Dann haben wir den auch hier erledigt. Wenn ich den da schon rumstehen sehe. Wenn ich den da schon rumstehen sehe, helfen wir ihm halt gerade mal. Sind das die Sachen, die ich dafür bekomme? Muss ich das bis dahin? Ja, okay, muss ich bis dahin tragen. Na dann. So. Hallo, was ist denn jetzt? Naja, das hat jetzt nicht funktioniert, wie ich das wollte. Ich will das da rein, Junge. Ich will das da rein, ja. Geht doch. So. Kann doch jetzt eigentlich nirgends hin mehr umfallen, oder? Bin ich jetzt... Müsste doch funktionieren. Mal gucken. Ja, lass doch mal einfach los. Naja. Okay, es reicht ihm. Gut. Es soll mir recht sein. Ist zwar alles andere als kerzengerade, aber wenn ihm das passt, passt mir das auch. Sehr schön. Sehr schön. Yay. Yay. Und eine Donnerblume. Ah, ne, eine Irrknospe. Okay. Gut, gut, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. So. Da drüben fängt schon das Viech an. Also war das Pferd da drüben irgendwo. Ja, genau, da ist es, sage ich doch. Aber ich gehe stark davon aus, dass meine Ausdauer nicht reichen wird. Gehe ich ganz stark davon aus. Kann ich da irgendwas fotografieren von? Nö. Okay. So. Ja, also wenn wir zum Pferd wollen, jetzt wissen wir genau, wo es ist. Ich markiere mir das Pferd jetzt mal. Nein. Nein. So. Ich markiere mir das Pferd jetzt mal. Warte. Gab es nicht sogar so ein Pferdedings zu markieren? So ein Tierding? Nee. Nee, Tier gab es nicht. Ah, dann ist Stern schon sinnvoll. Genau, und meine Aussage war die... Dann kommen wir über den Turm am schnellsten hin. So, ne? Das wäre meine eigentliche Aussage gewesen. Dum-di-dum-di-dum.
Junge! Ich erschrecke jedes Mal. Jetzt könnte ich natürlich auch mal probieren, ein bisschen Ausdauerfood einfach mitzunehmen. So, ne? Ich meine... So, wir speichern mal vorher. Wenn es nichts bringt, dann ist es egal, dann ist okay. Na, wenn es nichts bringt, ist okay. Aber wenn es was bringt, dann... Ja. Dann haben wir es vielleicht gleich geschafft. Guck mal, da bin ich nämlich fast wieder voll. Mal gucken, wie weit es reicht. Ja, bitte. Ja, bitte. Dann können wir nämlich die Geschichte jetzt noch beenden. Du willst an dem Viech vorbei. Schön, der auf den normalen Weg. Okay, dann hat man gar nicht so viel Ausdauer dafür gebraucht. Ich bin falsch. Dann hat man gar nicht so viel Ausdauer dafür gebraucht. Dann können wir jetzt nämlich die erste Zeitungsgeschichte beenden. Sehr schön. Das ist doch auch was. Ja gut, jetzt habe ich es komplett umsonst markiert. Dann können wir... Ich laufe völlig falsch. Dann können wir die Markierung auch wegnehmen. Aber schön, wie ich völlig falsch laufe. Ja, in die Richtung muss ich. Ist okay. Sehr gut. Ja, das ist auch in Ordnung. Damit bin ich auch d'accord, dass wir das in dem Part jetzt geschafft haben. Ich dachte, das dauert noch länger, weil man viel mehr Ausdauer braucht, aber so viel war es ja gar nicht. Konnte man sich gut mit... Konnte man sich gut mit Ausdauermedizin versorgen. Aber du bist halt so viel schneller mit dem Pferd, ne? Das ist insane. Du blödes Mistding. Langsam. Kommt das Scheißviech jetzt noch? Nein, okay. Gut. Ja, ein bisschen schneller darfst du schon. Moin. Nun sieh sich einer an, da ist ja der Streuner. Kein Zweifel, das ist das goldene Pferd der Prinzessin, das ausgebüxt ist. Wie schön, dass du es gefunden hast. Ich war schon ganz krank vor Sorge. Na, so eine Überraschung. Wie hast du... Hey, Kollege, versuchst etwa mir die Show zu stehlen? Du lässt mich als Top-Reporter ganz schön flügellarm aussehen. War nur Spaß, immerhin liefern mir deine Helden, hat neuen Stoff für meine Artikel. Gut gemacht, bin stolz auf dich. Und wie mir scheint, hat das Pferd bereits eine Narren an dir gefressen. Das kann man wohl sagen. Ha, ich hab's. Wenn es dir keine Umstände macht, würde ich dieses Kerlchen gerne in deine Obhut geben. Prinzessin Zelda hatte mich auch schon darum gebeten, jemanden zu finden, der gut für dieses Pferd sorgt. Na klar, machen wir das. Okay. Eine Kleinigkeit hätte ich dann noch für dich. Königszaumzeug. Okay. Alles klar. Hi. Königssattel, okay. Okay, das ist genau für dieses Pferd. Ja, perfekt, dann können wir das machen. Danke. Das ist genau die Menge, die ich verbraucht habe. Wunderbar.
Journalismus scheint mir im Blut zu liegen. Dank deiner Mithilfe werde ich einen Spitzenartikel zu Papier bringen. Das war dein erster Auftrag. Yes. Yes. Belohnung fürs Nesthäkchen. Einmal 50 Rubine. Oh, warum nicht? Boni. Okay. Gut, also, wenn wir diese Quests erledigen, na, dann erhöht sich ja auch unsere Möglichkeit, diese Froschausrüstung zu bekommen, mit der wir dann an Wänden klettern können, die, wenn es regnet. So, dann möchte ich jetzt aber das Zaunzeug gleich mal anlegen. Das kann man, glaube ich, hier machen. Hi. Oh. Dann kriege ich nämlich auch gleich Stallpunkte. Jawohl. Sehr gut. Yes, das ist das Pferd. Ja, ich möchte es registrieren. Ja, ich möchte das Pferd registrieren. Yes. Noch ein Stallpunkt und wir können unsere erste Prämie holen. Treuepreis wartet. Sehr schön. Machen wir gleich. Es hat jetzt keinen echten Namen gehabt, ne? Also kann ich es nennen, wie ich möchte. Dann ist das Goldi. So wie Wolki. Ihr kennt mich. Goldi! Yes! Oh. Ich will das Pferd an sich abgeben, aber ich möchte ihm das Zaumzeug anlegen. Wie kann ich denn das machen? Oh. Ja, da weiß ich doch alles schon. Ja, das weiß ich doch alles schon. Das weiß ich doch alles schon. Oh. Müsste mir nicht erklären, ich warte schon. Aber ich will dem Pferd Zaumzeug anlegen. Was brauchen Pferde? Nee. Okay, Goldi. Aber guck mal, Royali war doch auch von Zelda, ne? Die waren doch beide von Zelda, so. Okay, wir nehmen erstmal Goldi mit. Ja, wie man pfeift, weiß ich. Ja, danke. Aber das ist jetzt auch wieder was. Das Spiel erklärt mir jetzt, wie man pfeift, aber ich hab's ja schon genutzt. Also müsste doch das Schildschlittern auch schon gehen. Oh. Ja, wie kann ich dir jetzt... Wait, hat das jetzt das... das hat das jetzt einfach schon, oder was? Ich glaube, das hat es automatisch, das Zaumzeug, kann das sein? Okay, dann Pferd abgeben. Gut, dann passt es ja mit dem Zaumzeug. So. Dann möchte ich jetzt Treuepunkte nutzen. Ja. Set aus einem strapazierfähigen Zuggeschirr, mit dem dein Pferd Waren oder Materialien ziehen kann und einen bequemen Sattel. Eieiei, okay. Der Pferdegottstoff. In der Färberei Okay, also das sind jetzt nicht so wahnsinnig spannende Sachen, die man hier bekommen kann. Muss ich mal dazu sagen, aber ist okay. Ich will mich natürlich nicht beschweren. So. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir doch erfolgreich diesen Part zu dem genutzt, was ich tun wollte. Nämlich mit den Ori angefangen. Nein, ist okay. Ich bin zufrieden. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.